Hi Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Game und zwar ja der Glücksspielsimulator Coin Game. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe keine Ahnung genau, was wir hier machen können. Ich weiß nur, dass wir ein paar Automaten beglücken können und das wollen wir natürlich machen. Guck mal, wir haben hier eine kleine City. Barry's Pawn Shop, Larry's Arcade. Wir können hier ein bisschen rumfahren und können wahrscheinlich noch in andere Glücksspielhallen gehen, sozusagen. Aber nichtsdestotrotz kennt die jeder. Okay. Yeah! Okay, irgendjemand hat Geburtstag. Oh, warte mal, das kenne ich. Da stellst du dich da rein und dann wird das Cash hochgewedelt, oder? Da stellst dich rein, wird das Cash hochgewedelt, du kannst das, musst das auffangen, oder? Das ist aber echt eine traurige Geburtstagsparty. So, erstmal eine Cola reinhauen hier. Ja, moin. Gut, wir gehen mal in die Spielhalle hier. Larry's Arcade, no open. Genau. Wow, die Band ist ja da. Die Band ist da. Okay. Da sind wenigstens erstmal hier die, was auch immer, beschäftigt. Gut, das ist unsere kleine Spielhalle, meine lieben Freunde. Und ich merke gerade, die ist etwas laut, wenn ich nicht alles täuscht. So. Und zwar folgendes. Wir haben hier so eine kleine Arcade-Spielhalle und ich glaube, die kennt jeder. Mit so einem Ticketsystem, weißt du, wo du so Tickets gewinnen kannst. Und? So. Und, ja, hier vorher eben ein paar so kleine Spielchen machen musst. Ich glaube, wir werden da sehr viel Spaß haben. Das hier zum Beispiel kennt jeder. Ich habe das geliebt als Kind. Wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war, und zwar in Ungarn am Balaton, waren wir früher immer im Urlaub gewesen. Also nicht immer, aber zwei, dreimal. Und da war ich wirklich noch mini, mini klein und da gab es immer diese Coin-Automaten. Da steckst du hier oben die Coins rein, dann ballern die hier runter und dann müssen die hier rausfloppen. Total doof eigentlich, aber ich habe es geliebt. Ich habe es so sehr geliebt. Okay, normalerweise hat man, ja genau, wir haben hier oben so einen Schlitten, mit A und D können wir den quasi nach rechts und links floppen und dann können wir hier die Coins reinpotzen lassen. Okay. Ah ja, wichtig ist, ach so, okay, die müssen erstmal von der obersten Plattform überhaupt runterkriegen. Wichtig wäre eigentlich, wenn das Teil nach vorne geht, genau, dass die Coins halt dahinter fallen. Ah, das ist zum Beispiel nicht so cool. So. Okay, perfekt. Okay, ich kann auch diese Buchstaben aktivieren, sehe ich gerade. Warum, für was auch immer. Oh nein. Okay, der erste Coin ist rausgefallen. Jetzt kommt gleich noch einer hinterher. Und jetzt schieben wir quasi auf der zweiten Ebene die nach vorne. Oder untereinander oder übereinander. Okay, wir haben schon ein paar Buchstaben aktiviert. Ich habe aber keine Ahnung, wie und wann ich diese Buchstaben aktiviere. Nein, wie doof ist das denn? Okay, wir haben noch 11 Credits. Oh, wir haben noch einen Buchstaben aktiviert. Müssen wir hin, das O noch aktivieren, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Ah, da drin die Rädchen an der Seite. Alter, es ist so laut. Okay, wir haben 60 Tickets bekommen. So wie es aussieht. Ja, ist doch super. Okay, jetzt aber. Oh ja. Yeah, das sind schon mal zwei Coins nach unten gefallen. Ist ja ganz toll. Man muss diese Buchstaben wahrscheinlich aktivieren, wenn der rote Punkt gerade drunter ist. Kann das mal sein? Ja, genau. Der rote Punkt muss drauf sein. Ah, alles klar. Okay, das muss man natürlich erstmal wissen. Oh, der Final Push. Nein! Oh, Mann. Mist. Okay. Wir können es ja nachher nochmal machen. Ist ja, glaube ich, nicht das Problem. So, was haben wir denn hier? Treasure in the Sand. Okay, Treasure in the Sand. $1 für 4 Spiele. Okay, dann rein damit.
Okay, ich muss das hier abräumen. Ohne die Schaufel zu berühren. Oh, das geht auf Zeit. Okay, habe ich jetzt die Schaufel schon berührt oder was? Oh, 10 Tickets nur, was? 10 Tickets habe ich nur bekommen? Das ist ja traurig. Warte mal, das will ich nochmal machen. Use joystick, move arm and knock out the coins. Okay. Don't touch the shovel handle. Okay. Okay, jetzt gibt es aber mehr Tickets, Leute. Jetzt gibt es aber bedeutend mehr Tickets hier. Ich glaube, wir müssen die Treasures runterschmeißen. Okay. Das war gut. Verdammte Axt. Wie viel haben wir jetzt gekriegt? 30 Tickets? Bitte? 30 Tickets, okay, passt. Nehmen wir erstmal mit. So, habe ich meine 30 Tickets? Ich glaube, die habe ich bekommen. So, die Tickets habe ich hier in der Hand. Die kann ich dann da hinten einlösen und kann mir dann einen schönen Preis dafür holen. Okay, was kostet das? Einfach am Rad drehen oder was? Was ist der Hold-Button? Und Vollgas. 1000 Tickets. 1000 Tickets. 40 Tickets nur. Okay, ja, wir haben erst 3 Dollar ausgegeben. Sehe ich das richtig? Okay, ich mache mir nur ganz sachte. Los, komm schon. 100 Tickets. 100. 25 Tickets nur, ey, das gibt's ja gar nicht. Okay, gib mir meine Karte her. Ich hab mich abgezogen. So, warte mal. Oh, hier haben wir noch so ein Coin-Game. Wie geil ist das denn? Sogar mit Fidget-Spinne und Dollar. Guck mal, hier die Dollarzeichen, die liegen eigentlich... Okay, komm. Ich liebe diese Teile einfach. Okay. Okay, ich sollte die natürlich nicht übereinander legen. Das ist echt doof. Ah, da hinten muss ich noch eins aktivieren, dann dreht sich das Rädchen wieder. Okay, komm schon. Ah, da war der Punkt gerade weg. Jawohl, Baby. So, gib mir ein paar Tickets, komm. 35 nur? Boah, das ist echt so laut, ey. Das ist nicht in Worte zu fassen. Okay, aber 35 Tickets haben wir gewonnen, hey. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber wir werden sehen. Okay, perfekt. Oh. Jetzt wird geschoben. Holy shit. Okay. Oh, ich muss nur noch einmal das Rad zum Spinnen bringen. 5 Dollar war das nur? Das ist ja voll die Verarschung. Okay, da gab es trotzdem noch mal ein paar. So, wie viele Tickets habe ich jetzt gekriegt im Endeffekt? Okay, wir müssen auf den Final Push warten. Los, gib mir meine Tickets. Oh, ich hab's. Ich hab nochmal gemacht. Okay, ich hab nochmal gemacht. Da will der Manus wieder zu viel. Wir müssen da hinten. Jawohl, wir haben's nochmal voll gekriegt. Oh, so knapp. Wieso liegt da jetzt auf einmal ein Feuerzeug, Digga? Okay, das Feuerzeug schiebt jetzt. Oh, holy moly. Komm schon, wir wollen noch einen Spin haben. Okay. Okay, ein bisschen was ist durchgefallen. Komm schon, gib mir noch einen Spin. Jawoll. Jetzt hier 100. 45. Ja, komm, besser als nichts. Oh, da kam nochmal richtig. Oh, lol.
Ja, haben wir das tatsächlich noch gekriegt, ey. Mega, Digga. Wie viele Tickets haben wir? 139? Okay, perfekt. Okay, komm, lass weitergehen. So, was sollen wir hier machen? Holy shit. Was ist das denn? Okay, ich muss die ins Tor schmeißen. Alles klar. Den 50er nehmen wir mit. Ah, war nur der 20er. Boah, der 250. 100 Tickets. Oh, lol. Das war's schon wieder. 30 Tickets nur gewonnen. Okay, komm, lass nochmal machen. Direkt rein hier. Boah, das wären 500 Tickets gewesen, Bruder. Jetzt aber. Hier liegen so viele. Ja, toll. Wir kriegen wieder den 20er. Ist ja nicht euer Ernst. Noch ein 20er. Ah, die kommt da direkt wieder raus, okay. Oh, der 500er, der ist so knapp. 40 Tickets nur. Na komm, wir haben noch Kohle. Wir haben eigentlich so gut wie fast kein Geld verloren bis jetzt. Da kommt der 500er. Oh, so knapp verfehlt. Los jetzt. Gar keine Tickets, oder was? Nein. Ja, komm, jetzt ist aber gut. Jetzt ist aber gut. Haben wir genug Geld verzockt hier. So, pass mal auf. Was können wir hier machen? Ah, hier dieses Bälle werfen habe ich immer gehasst. Ich habe das so gehasst, Leute. Ist kein Scheiß. Was ist da? Was ist das hier? $1, ein Spiel? Das klingt gut. Da kann man so geil so viel Geld loswerden. Ich liebe das. Gläser, Alter. 30 Tickets. 34 Bälle in den Gläsern drin. Okay. Auch wieder nur 30 Tickets. Lul. Das ist irgendwie komisch. Ich glaube, hier kann ich nicht mehr Tickets gewinnen. Hey, gib mir meine Karte wieder. Oh nein, wir müssen nochmal machen. Okay, das waren nur 20 Tickets. Ich will auf keinen Fall nochmal spielen. So, jetzt gib mir meine Dings her. Okay, was haben wir denn noch Schönes? Keine Ahnung, was das ist. Oh, so Greifarm mit den Greifarmen. Das ist geil, Alter. Das habe ich auch immer geliebt. Aber es ist immer irgendwie so verflixt, oh, man sieht es gar nicht richtig. Es ist immer irgendwie so verflixt, dass man gar nicht richtig sieht, was man angreift. LOL! Okay. Checkpot gleich mal, oder wie? War das jetzt gut? Ich bin mir nicht sicher. Okay, die Blauen sind 100. Komm schon da rein. Komm schon da rein. Baby! Holy moly! Aber das ist ja easy, ey. Leichter kannst du ja gar keine Tickets holen. Was hat das gekostet? Nochmal ein 50er? Perfekt, Digga. LOL. Ist der jetzt zweimal da reingefahren? Er hat noch einmal gezählt. Ich hab schon gesehen. Scheiße. Okay, eigentlich müssen wir uns die Blauen holen. Oh, 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 yeah, baby. Nein! Er hat's getan. Okay. Wie viele Tickets waren das jetzt? Holy shit. Das waren eine Menge Tickets auf jeden Fall. Guck mal, hier haben wir das gleiche nochmal mit Bällen. Was eigentlich auch ziemlich cool ist. Wir müssen mal ganz kurz gucken, welche... Ah, ich habe keine Ahnung, welche Bälle wir hier am besten grapschen. Was ist der gelbe wert? Der gelbe sind... Oh, das sind nur 10 Tickets, ja. Der gelbe, den sollten wir lassen. Okay, der grüne sind 50 Tickets. Dann holen wir uns den grünen hier hinten, eventuell. Oder auch nicht. Was ist ein orangener? Ja, sieht gut aus. Man scheint auch jedes Mal so einen Ball zu kriegen, so halbwegs. Okay, perfekt. Ach so, das sind 25 Tickets. Okay, so ein blauer wäre geil. Das sind 100 Tickets, glaube ich. Oh, wir haben den blauen. Wir haben den blauen. 100 Tickets, Baby. Perfekt. Komm, den holen wir jetzt gleich nochmal.
Oh, das war daneben. Man kann es echt schlecht einschätzen. Aber so haben wir wenigstens einen kleinen Überraschungseffekt, dass wir nichts kriegen. Ja, moin. So, das war's, glaube ich. Okay. Unsere Tickets nehmen wir natürlich mit. 135 Tickets, das fetzt ja auf jeden Fall. Okay, was können wir hier machen? Lass uns das noch schnell probieren. Wie kann ich nach oben? Hä? Okay, die Maschine hat mich gerade komplett abgerippt. Wie kann ich nach oben? Nein! Ah, der Schlüssel muss genau da reinpassen. Okay, das ist natürlich heftig. Okay. Muchacho, ich gehe schnell meine Tickets einlösen. Kannst du mal hier den ganzen Preis abräumen? So. Okay. 1000 Tickets. Ich glaube, 1000 Tickets ist nicht so gut. Auf Platz 4700 sind wir. Oh, das ist natürlich echt nicht gut, glaube ich. So, was kriegen wir für 1000 Tickets? Das kostet 250. 500. Ich lege 700. Ein Donut? Ich will den Donut. Ah, nee. Ach, scheiße. Für 1000 Tickets gibt es ja gar nichts. Toll, was ist das denn? Ein Leuchtstab. Ach, komm, scheiß drauf. Gib mir jetzt so einen blöden Leuchtstab, Alter. Mann. So, toll. Guck mal hier. Yeah, rein ins Inventory. Scheiße, was seid ihr überhaupt für welche? Na gut, meine lieben Freunde, aber ich bin erstmal fertig. Ich hoffe, das kleine Glücksspiel hier hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Und darauf erstmal noch eine Coke. Ey, gib mir noch eine Coke. Komm, eine noch. Wo ist eigentlich mein Inventory? Was habe ich da drüben eigentlich noch? Eine Pistole? Echt? Gibt es noch Pistolen? Gibt es noch Pistolenspiele, wo man hier zu ballern muss und so? Na gut, in diesem Sinne, ich bin erstmal raus. Lasst das Däumchen da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, euer Manus. Tschüss!